Wir haben gerade die zweite Verhandlungsrunde besprochen, diskutiert und sind einstimmig zu der Überzeugung gelangt, dass das überhaupt kein Angebot war. Und die Antwort der Tarifkommission war wirklich grandios. Einstimmig, nämlich jetzt entsprechend mit den Warnstreiks auch ein Zeichen zu setzen. 2% und 200 Euro Einmalzahlung für 3 Monate, also das ist indiskutabel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Bei der Arbeitszeit wollen Sie an die Schichtzuschläge, Sie wollen ganz viel sozusagen reduzieren. Anstatt auf unsere Forderung zu verkürzen, überhaupt einzugehen. Wenn wir einen BIP von 2% haben und die Hälfte davon aus dem privaten Konsum kommt, dann braucht ihr auch mehr Geld in der Tasche, damit das so bleibt. Wir hatten letzte Woche eine Betriebsversammlung und die Geschäftsführung hat die Zahlen vorgestellt, die Gewinne dieses Jahres. Die Wirtschaft brummt, es könnte nicht besser sein, die Auftragsbücher sind voll und meine Kolleginnen und Kollegen im Betrieb erwarten also wirklich ein sattes Plus im Portemonnaie. In unserem Betrieb auch ist Arbeit ohne Ende da, nur entsprechend mit wenig Personal. Es wird gar nicht geguckt, wie viel Personal steht zur Verfügung. Wie viele Aufträge verkraften wir mit unserem Schichtsystem? Und dann wird ganz einfach erwartet, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mehr Arbeit leisten. Die Arbeitgeber haben ein Problem. Sie haben ihre Belegschaften auf Mindestmengen heruntergefahren. Und sobald irgend aus welchem Grund noch jemand fehlt, haben sie ein Problem, das vor Ort zu gestalten. Deshalb sagen wir, wir brauchen eine bessere Arbeitsorganisation. Dann ist es auch kein Problem, dass Menschen weniger arbeiten können. Und nur für 2 bestimmte Fälle wollen wir einen Entgeltzuschuss. Für all die Kolleginnen und Kollegen, die in hochbelasteten Arbeitszeitschichtsystemen arbeiten. Da geht es um Gesundheit und Gesundheit muss man sich auch leisten können. Und ich sage euch, der zweite Fall ärgert mich genauso. Wer sich darum kümmert, dass sein Kind betreut ist, wer sich darum kümmert, dass seine Angehörigen gepflegt werden können, der macht eine Riesenarbeit und das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Und daraus können sich die Arbeitgeber nicht verpissen. Das nicht auf euren Rücken. Ja, kein Geld fürs Nichtstun. Ich sag mal, wenn einer 12 Tage geschuftet hat und dann mal eine verlängerte Freizeit hat, um auch körperlich wieder fit zu sein, um dann auch am nächsten Schichtbeginn 100% geben zu können, was ja auch die Erwartungshaltung des Arbeitgebers ist, dann ist nicht aus meiner Sicht Nichtstun. Irgendwann brennt der Körper aus. Gerade junge Eltern, nicht nur junge Mütter, sondern also viel, viel mehr junge Väter möchten auch gerne mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen und fragen nach solchen Möglichkeiten. Es geht auch darum, Menschen in diesen Berufen zu halten. Und deshalb geht es nicht darum, dass wir damit einen Fachkräftemangel produzieren, sondern wir schaffen es, dass die richtigen Leute in der richtigen Branche arbeiten, mit mehr Zeit für sich selber. Und die Presse sagt, das ist genau das, was wir heute in einer modernen Arbeitswelt brauchen. Wenn man eine tarifliche Vorgabe hat, dann können wir uns ganz anders bewegen und auch ganz anders für die Kollegen verhandeln. Dann wird auch den Kollegen die Angst genommen, mal irgendwo nachzufragen, weil sie dann irgendwo im schlechten Licht stehen, sondern sie haben einen berechtigten Anspruch, dem dann auch irgendwo stattgegeben werden muss. Da sind wir froh, auch als Betriebsräte, dass gerade die Gewerkschaften sich des Themas annehmen, weil wir in den Betrieben häufig nicht weiterkommen, wenn wir als Betriebsräte versuchen, für die Kollegen in Form von Vereinbarungen gute Lösungen hinzubekommen. Gewerkschaft macht auf jeden Fall Sinn und auch Mitgliedschaft in der IG Metall macht Sinn. Je weniger wir organisiert sind, desto weniger stark sind wir auch. Ich kenne andere Firmen, die haben keine Tarifverträge, da sind 20 Jahre keine Lohnerhöhungen gezahlt worden. Da muss man einzeln für sich kämpfen und das lernt man eigentlich schon in der Schule. Ein einzelner Ast, den kann man brechen, aber ein Bund Äste ist ganz schwierig auch klein zu kriegen. Deswegen lasst uns in dieser Tarifrunde alle gemeinsam für all unsere Themen einstehen und das bestmögliche Ergebnis erstreiten. Nur gemeinsam schaffen wir das und das ist unsere Stärke, Solidarität. Und deshalb tut es gut, gerade jetzt, wenn viele Leute dabei sind.